Hallo und herzlich willkommen zu meinem letzten Projekt. Meine Freundin hat ihr altes Amazon Fire HD 10 Tablet von 2017 nach ungefähr 5 Jahren ausgemustert. Sie fand wirklich viele Eigenschaften des Tablets nervig. Es gibt keinen Google Play Store, die Alternative von Amazon hat sie nicht überzeugt. Das Ding wird mit vielen vorinstallierten nutzlosen Apps ausgeliefert, die sie nicht braucht und die sich teilweise nicht deinstallieren lassen. Die Bedienung ist etwas hakelig und das Design könnte hübscher sein. Insgesamt wäre ein echtes Android-Tablet wohl cooler gewesen. Die günstige Version hat einen Lockscreen und Werbung, die man sich bei jeder Benutzung anschauen soll. Eigentlich schade, dass dieses Tablet, das im Preis-Leistungs-Vergleich sehr gut dasteht, durch all diese Eigenschaften unattraktiv wird und nun in einer Schublade verschwunden ist. Ich habe mich der Sache angenommen und habe einen Weg gefunden, aus dem alten Fire HD Tablet ein frisches Android-ähnliches Gerät zu machen. Das geht mit ziemlich jedem Fire HD Tablet, egal welche Displaygröße es hat und bis in die aktuellste Generation hinein. Wie das geht, zeige ich in diesem Video. Für den Weg, den ich in diesem Video zeige, braucht man neben dem Tablet auch noch einen internetfähigen Computer oder Laptop mit Windows, weil ich das Programm Fire Toolbox nutzen werde. Du solltest auch zur Sicherheit alle Daten von deinem Fire HD, die dir wichtig sind, sichern, falls irgendetwas schiefläuft bei der Neueinrichtung. Lade dir die Fire Toolbox herunter, zum Beispiel auf der Website firetoolbox.org. Lies dir die Informationen durch, um zu verstehen, was das Programm mit deinem Tablet macht, und wähle anschließend die neueste Version der Anwendung zum Download. Es wird eine ZIP-Datei zum Download angeboten. Je nachdem, aus welcher Quelle du die kostenlose Software beziehst, ist ein Virenscan zum Beispiel mit dem Defender ratsam. Anschließend kannst du das Programm mit einem Rechtsklick entpacken und es direkt ohne Installation starten. Nun wartet die Toolbox darauf, dass du dein Tablet anschließt. Jetzt musst du das Amazon Fire HD Tablet starten und ein letztes Mal die nervigen Einstellungen ertragen. Dann öffnest du die Einstellungs-App und navigierst zu den Geräteoptionen. Dort solltest du unten die Seriennummer finden, auf die du ca. 7-mal tippen musst, um die Entwickleroptionen sichtbar zu stellen. Das ist notwendig, um das Laden von Daten per USB-Kabel zu ermöglichen und Anpassungen der Software vornehmen zu können. In den Entwickleroptionen muss man dazu das ADB aktivieren, das ist die Android Debug Bridge. Dann schließt du das Gerät mit dem passenden USB-Kabel an deinen PC oder Laptop an. Es erscheint eine Sicherheitsabfrage, ob du das Debugging von dem angeschlossenen Computer wirklich erlauben möchtest. Bestätige hier mit einem Häkchen und drücke OK. Mit der Fire Toolbox gibt es zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten für dein altes und neues Fire HD Tablet. Wenn du dich mit derartigen Modifikationen gut auskennst, kannst du gleich zu den Optionen springen, die du brauchst. Alternativ kannst du dich auch in einer Tour durch die Optionen führen lassen und mit Hilfe von Erklärungen die Teile der Tablet-Software anpassen, die dir wichtig sind. Natürlich kann man auch jeden Schritt überspringen, wenn man nichts verändern möchte. Zunächst ergibt es Sinn, die automatischen und die Over-the-Air-Updates zu deaktivieren, damit das Tablet bei Updates von Amazon die Veränderungen, die man in der Toolbox vornimmt, nicht rückgängig macht. Wenn man auf das jeweilige Tool klickt, werden die empfohlenen Anpassungen vorgenommen. Man kann aber auch einzelne Anpassungen vornehmen, um das Tablet präzise nach den eigenen Vorstellungen zu modifizieren. Im nächsten Schritt deaktiviert das Tool die Telemetrie des Gerätes. Es sendet keine Daten mehr über das Nutzungsverhalten und so weiter an Amazon. Außerdem kann man die Werbe-ID manipulieren und so seine Daten ein Stück weit schützen.
Danach kommt man zum App-Manager der Toolbox. Hier habe ich bei den Presets Standard Deep Load ausgewählt. Das befreit das Tablet von den meisten nutzlosen Apps und säubert es. Einige wichtige vorinstallierte Apps bleiben aber erhalten, was für die Stabilität des Tablets empfohlen wird. Unten kann man auch sehen, welche Apps gekillt werden. Mit dem Execute-Knopf werden die Apps entfernt bzw. versteckt. Im vierten Schritt kann man den Launcher verändern. Das ändert das Verhalten und Aussehen des Betriebssystems deutlich und kann es schön aufhübschen. Viele schwärmen vom Nova Launcher, aber du kannst auch alle ausprobieren und dich erst dann für einen entscheiden. Wichtig ist hier noch, dass du eine grundlegende Entscheidung darüber treffen musst, wie der Launcher aktiviert wird. Entweder gibt es ein Downgrade des Original Fire Launcher, der den Home-Button so einstellt, dass man in den neuen Launcher gelangt, indem der Launcher auf eine alte Entwicklerversion zurückgesetzt wird. Das hat den Nachteil, dass man nach einem Reboot des Tablets auch den Launcher neu laden muss. Oder man entscheidet sich für die Variante Launcher Hijack. Hier wird die Funktion des Home-Buttons sozusagen entführt und der neu eingestellte Launcher wird geladen. Der Nachteil ist hier, dass es bis zu 5 Sekunden dauern kann, bis der neue Launcher sichtbar wird, was manchmal etwas irritierend ist. Wenn man also nicht plant, das Tablet ständig auszuschalten und zu rebooten, dann kann man die Downgrade-Option wählen. Falls es hier zu einer Fehlermeldung kommt, muss man die jeweiligen Schritte durchführen, die von der Toolbox genannt werden. Hier nimmt das Programm einen an die Hand und hilft, diverse Probleme zu beheben. Im nächsten Teil kann man die Bildschirmtastatur anpassen. Ähnlich wie beim Launcher kann man auch hier nach dem eigenen Geschmack Veränderungen vornehmen, ausprobieren und behalten oder diese Möglichkeit auch einfach ignorieren. Danach kommt eine der wichtigsten Neuerungen für das Tablet. Hier kann man den Google Play Store installieren, um sich von dem eingeschränkten Amazon App Store zu befreien. Der Play Store funktioniert auch nur mit einem Google-Konto und ist durch die Android-Version des Tablets eingeschränkt. Man kann also auch nicht unbedingt alle Apps installieren, doch das Angebot ist schön groß. Als Alternative zu Google gibt es auch den Aurora Store. Manchmal kommt es hier zu Fehlern, ein Neustart des Prozesses kann aber helfen. Zum Abschluss des Ganzen braucht es einen Neustart des Tablets und man muss 10 Minuten warten, bis der Play Store einsatzbereit ist. Lest zum Ende die Hinweise zum Umgang mit dem Play Store, um Probleme und Fehler zu vermeiden. Hier sind nun fast alle wichtigen Einstellungen gewesen. Wer noch mehr Anpassungen vornehmen möchte, kann noch weiter die Möglichkeiten der Toolbox erforschen. Zum Beispiel kann man das Farbschema einstellen. Ich würde auf jeden Fall noch zum Lockscreen-Management gehen und dort die Werbung deaktivieren. Jetzt ist dein Fire HD Tablet ein Android-Tablet, das du nach deinem Gusto, sofern es die Android-Version erlaubt, gestalten kannst. Das alte Gerät kann ein Stück mehr Leben bekommen und wieder interessant werden, wenn es frei von Werbung und durch nützliche Apps aus dem Play Store, die vorher nicht verfügbar waren, wieder attraktiv wird. Wofür würdest du so ein Gerät verwenden? Was planst du mit deinem alten Fire HD, wenn du es wie hier beschrieben modifiziert hast? Lass gerne einen Kommentar hier und ein Abo. Danke fürs Reinschauen, ciao und bis zum nächsten Mal.